Und willkommen zurück, Freunde, zu Grimtails 10, der Erbe. Ja, das wollte ich jetzt mal so gruselig sagen wegen dem Gewitter gerade. Ja, willkommen zurück zu Part 5. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ihr wisst ja, ich um Folgenzahlen immer. So. Wer war das und warum beobachtet er mich? Hä? Okay, wir können jetzt nichts hier mehr machen, oder was? Ja. Das war's hier. Wo ist Albert? Wo kann er denn gegangen sein? Ja, vor allem sie hier noch liegen lassen. Ich brauche Licht, damit ich etwas erkennen kann. Ja gut, nee. Säure? Ja, zum Glück haben wir schon zwei Sicherungen. Der andere Hebel fehlt natürlich. Billigzimmer, Halle, Bibliothek. Bibliothek kriegen wir kein Licht mehr. Okay. Ihre Atmung ist sehr flach. Ja, das ist jetzt nichts Neues. Und wir können in den nächsten Bereich vorstoßen. Voll gruselig und so. Und vor dir habe ich keine Angst. Viel zu dunkel, ich kann nichts erkennen. Das war das aus Grimtails Bloody Mary, eines der Schattenwesen. Und da komme ich leider nicht heran. Ich brauche einen langen Gegenstand, um die Leiter näher heranzuziehen. Ja, das glaube ich auch. Hier brauchen wir zwei Schlangen. Ich glaube, eine haben wir schon mal. Ach, das waren schon die zwei. Ja, Streichhölzer helfen immer. Okay, wer immer das auch war, der wurde hier. Ach, das ist eine Statue. Seht ihr, das ist aus Stein. Ich dachte schon, das wäre eine Leiche oder sowas. Eine der Rabenfiguren haben wir gefunden. Wann wurde hier zum letzten Mal sauber gemacht? Das fragst du noch bei Grimtails, liebe Anna Cray. Das fragst du ernsthaft? Die Assi-Familie schlechthin. Nicht Assi, sondern Messi-Familie schlechthin. Ja, kann ich das rauskriegen? Hier rausbrechen. Zwei Sterne. Und hier brauchen wir anscheinend zwei Schlüssel. Ausnahmsweise mal wieder Schlüssel. Wow. Da kann man schon mal einen Adler Karriere verschwinden lassen. Braucht mir irgendwo Sterne? Ich glaube in Billys Zimmer. Ach gut, hier ist es auch wieder hell. Ja, hier. Ein Staubwedel und eine ein Fledermausgewicht. Okay. Staubwedel wissen wir ja, wo wir den brauchen. Wir könnten eigentlich hier auch anfangen zum Wählen, aber wir sind ja nicht die zum Putzen da, sondern wir sind eine Detektivin und müssen natürlich schauen, was hier Sache ist. Und vor allem, was unsere eigene Familie betrifft. Ja, sag ja, ist ja. Irr. Irgendwo, hoffentlich liegt die Maske hier irgendwo rum. Schau dir das mal an, wie sie da rumfummelt. Nur die wahre Maske des Todes kann eine Seele aus dem Land der Toten zurückholen. Selbst eine grausame Seele kann man mit ihr wieder zum Leben erwecken. Das wäre schlimm. Vor allem stellt euch mal die vielen Bösewichte an in Real Life. Ich nenne jetzt keine Beispiele. Zum Beispiel Genghis Khan zum Beispiel könnte man zurückholen. Um es jetzt mal zu verharmlosen.
einklammern. Okay, hier haben wir den Hebel und hier einen Sensenmann. Okay. Und hier fehlt noch irgend so ein aufgerollte Pergamentrolle. Ha, ich habe das Licht eingeschaltet. Auf in die Bibliothek. Und der Totenschädel sieht mich immer noch gruselig an. Figur. Fledermausgewicht. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich noch für was hier irgendwie in den Raum was brauche. Also hier brauche ich auf jeden Fall noch ein Auge. Habt ihr zufällig ein Auge für mich übrig, Freunde? Oder habt ihr ein Auge auf jemanden geworfen? Und hoffentlich hat sie die Nägel gut aufgefangen. oh Gott. Oh, was für ein Auftritt. Respekt. Hello, Anna. It's been a long time. The last time we saw each other, you killed me. I know why you did it. I may not like it, but we're on the same side now. You have every right not to trust me. But please, listen to what I have to say. Da haben wir doch den Richard Gray. Hallo Anna, es ist schon ein Weilchen her, dass wir uns begegnet sind. Das letzte Mal war, als du mich umgebracht hast. Stimmt gar nicht. Auch wenn es mir nicht gefällt, dieses Mal stehen wir auf der gleichen Seite. Du hast also allen Grund, mir nicht zu vertrauen. Aber bitte hör mir zu, weil wer sich an Grimtails 1, die Braut erinnern kann, am Schluss, wo wir Luisa Gray aus diesem schwebenden Minispiel, also diesen schwebenden Zirkel befreit sind, hat die Erde gebebt und ein großer Stein oder eine Säule, ein Stück der Säule ist auf ihn reingekracht. Daran sind wir gar nicht schuld. The spirit of my father Samuel is in the castle. I want to keep him from getting Billy and send him back where he belongs. I'm the one who destroyed him. His return means trouble for all of us. Der Geist meines Vaters Samuel wandert noch immer im Schloss umher. Ich will verhindern, dass er Billy in die Finger bekommt und möchte ihn dahin zurückschicken, wo er hingehört. Seine Rückkehr bedeutet für uns alles großes Unheil. We come from an ancient line of wizards and warlocks. Their blood runs in your veins. Your ability to go back in time is just a piece of your heritage. Take this. It'll lead you to something that can help you travel to the future. Unsere Vorfahren waren Zauberer und Hexer. Ihr Blut fließt auch in deinen Adern. Deine Begabung ist es, Begabung in die Vergangenheit zu reisen, ist nur ein kleiner Teil von dem, was noch in dir steckt. Nimm dies. Es wird dich zu etwas führen, mit dem du wieder in die Zukunft reisen kannst. The future is where you find clues as to what's happening now. In der Zukunft findest du Hinweise, was hier momentan vor sich geht. Und flutsch in den Boden rein. Okay, also dass wir magische Kräfte haben, wussten wir ja schon, weil wir ja in die Zeit zurückreisen können. Schon süß gemacht irgendwie. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Fledermausgewicht, oder? Ja, die hängt sogar fest, die Uhr. So, hier ist ein Teil einer Leiter. Wenn ich eine Leiter hätte, könnte ich die Regal genau untersuchen. Ja, die müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal reparieren. Da kriegen wir ein Fernrohr. Schöne Bibliothek auf jeden Fall. Auch wenn sie ein bisschen heruntergekommen ist. Da ist ein Hammer. Legenden und Geschichten. Legenden und Geschichten. Um die Zeit zurückzudrehen, musst du die Kuckucksuhr finden. Und Mitternacht drehe den Kopf des Kuckucks, um die Zeit zurückzudrehen.
musst du dich schlafen legen. Drehe seinen Kopf erneut, um zurückzureißen. Okay. Bisschen strange. Kann ich das schon reinsetzen? Nö. Kann ich noch nicht. Alles klar. Aber wir haben einen Hammer. Finde jetzt bloß noch so Sprossen oder sowas. Da kommen wir mal dahin. Da fehlt uns noch eine Fledermaus. Hier fehlt uns eine Leiter. Kann ich mit dem das hier ranziehen? Lol. Das war alles nur Zufall. Finde ich immer noch witzig, diese Animation. Und falls euch das mal so vorkommt, als würde das wie flüssiges Bier vorher sich hertreiben, das ganze Spiel und wie ich spiele, es kommt nur deswegen daher, weil ich schon sehr viele Wimmelbildspiele gespielt habe. Da ähneln sich manche Sachen wie die Faust aufs Auge. Okay, hier fehlen zwei Elefanten. Kann ich immer noch nicht zusammensetzen, fehlt immer noch ein Teil. Alles klar, aber hier ist das Klavierteil. What? Muss ich da einen Namen zusammensetzen oder so? Info. Spiele die richtige Melodie, indem du die richtigen Tasten auswählst. Wenn du die richtige Taste auswählst, leuchtet die Note blau auf. Okay. Also die Tasten da oben kann ich nicht drücken. Okay, G, A, Z, D, S, O, W. Verdammt. G, A, Z, Z, D, W. Nee. G, A, Z, N. Auch nicht. Nochmal G, A, Z, D, A, ne. Boah, okay, das war echt schwer. Okay, jetzt immer die Maske des Todes und ein Spielzeugsoldat, der gehört bestimmt hier hin. Okay, noch können wir nichts weiter machen, das vielleicht auch. Okay, geht nicht. Da ist die andere Fledermaus. Geheimraum, okay. Oi.
hier ist die Feder. Da ist der Adler. Da ist das. Ich erkenne gerade, also das sehe ich gerade nicht. Noch so ein... Die Formen sind echt strange. Wo ist das hier? Okay, da ist das Säbel. Da ist die Sanduhr. Jetzt fehlt noch das eine drum, das ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Ah, da. Okay, was der gute Richard jetzt zu sagen hat, sehen wir jetzt erstmal in der nächsten Folge wieder, Freunde. Ich danke euch hiermit wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst mir ein Abo da, lasst die Glocke klingeln, damit ihr auch nichts mehr verpassen tut. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge von Grim Tales 10, der Erbe. Tschüssi, Koski.